Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chardon und ihr seht hier wieder Resident Evil 4. Das Oh, Eier. Ja, nehme ich. Dankeschön. Ein braunes und ein normales. Ja, das letzte Mal hier sind wir stehen geblieben auf diesen Bauernhof oder sowas. Dürfte ein Bauernhof sein, nehme ich an. So, wie gesagt, ein sauberes Inventar, ein ordentliches Inventar ist der Schlüssel zum Sieg. Verdammt. Das wollte ich jetzt nicht. Naja, wurscht. Komm, gehen wir mal hier lang. Servus, wie geht's? Einmal in den Kopf und einmal in den Hintern und dann... Nee, das, da stehe ich gerade nicht so gut. Komm, machen wir so. Dankeschön. So, ist da noch jemand? Ne? Ich glaube, oben ist noch einer, ne? Gehen wir mal das hier. Ja, 1000, ne? Nehme ich mit. Nochmal Geld, nochmal 1000. Sehr schön. Ach, mehr Kisten, Fässer. Wieder 1000, ja, okay. Oh, Mann, was soll denn? Das ist doch unhöflich hier. Nein, hör auf damit. Bam, ins Gesicht, mein Freund, ins Gesicht. Hier, für dich. So, mal nachladen hier in Ruhe. Da haben wir auch schon wieder 1400 mit dabei. Bevor ich jetzt hier hochgehe, nochmal die Spindel hier mitnehmen und da hinten wollte ich auch noch was auschecken. War hier noch nicht... Hier müsste doch noch einer sein, oder? Wieder eine blaue mit... Na komm. Verdammt! Ja, ich spiele das Ganze mit Controller. Falls es irgendwem noch nicht aufgefallen ist, ne? Ja. So, haben wir hier was drin? Nee. Hier ist nur stinkende Jauche mit Maden. Sehr schön. Maden sind großartig. Da hören wir den Hund. Da ist er, unser Freund. Servus. Den haben wir vorher im letzten Part das Leben gerettet. Läuft noch ein bisschen komisch. Könnte jetzt natürlich entweder an den komischen Animationen liegen oder weil er noch verletzt ist. Man weiß es nicht. Da gibt es kein offizielles Statement dazu. Oh, mehr Eier. Ja, danke. Ja, noch mehr Eier. Ja, danke schön. Nehme ich doch mit. Oh Mann, so viele Eier hier. Hatte ich bis jetzt noch nie, dass hier so viele Eier droppen, ne? Also, puh. Ein goldenes wäre noch was Feines. Halt nämlich voll. Ja, da hinten, ja, das mache ich von oben dann. So, dann klettern wir mal hier hoch. Hallöchen. Ich habe deine Freunde umgebracht. Und dich jetzt auch. Du brauchst dich gar nicht im Webhallen hier zu verstecken. Ich sehe dich schon noch. So, hast du was für mich? Ne? Okay. So, dann schauen wir mal hier rein. Pistolenmunition, dankeschön. Hier haben wir dann noch das, eine blaue Medaille, sehr schön. Hatten wir hinten nicht auch noch eine? Warte mal kurz hier. Warte. War hier nicht auch noch eine? Ja, na bitte. Tja. Sage, ich kenne das Spiel schon. Verdammt. Kennt das Spiel schon. So, dann wieder hoch. Da gibt es nämlich auch noch eine kleine... Na komm jetzt, nimm doch die Leiter, Mann. Dankeschön. Da gibt es nämlich auch noch eine Kleinigkeit, die ich haben will. Und zwar hier unten. Dankeschön, der Bierstein. Da kann man dann später Edelsteine einsetzen. Dann wieder mehr Wert, dann kann ich ihn verkaufen. Und dann kann ich damit bessere Dinge kaufen, die mir mehr bringen. Jo. Das ist der Plan. So, eigentlich will ich genau... Sehr schön. 6. Wie viel waren's? Ah, da hing doch eine Notiz. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Waren's mehr auf diesem Bauernhof hier? Ja, danke. Danke, Spiel. Dateien. Kommunikation... Nee. Aufruf zu... Ne, Blaumedaillen da. 7 auf dem Bauernhof, 8 auf dem Friedhof. Eine fehlt mir gerade noch. Ein Medaillchen fehlt gerade noch. Wo war denn das her? Hm. Wo war denn das? Bin mir jetzt gerade selbst gar nicht so sicher. So,
So, schauen wir mal in die Kiste rein. Ich warte nur, dass hier so eine Schlange aus den Kisten springt. Das kann nämlich auch passieren, dass da so eine lebende Schlange in der Kiste drin ist, warum auch immer. Und die dann einfach mal zubeißt, ohne Spinnel. Dankeschön. Und mehr Geld. Ja, wieso nicht, ne? So, jetzt ist halt die Frage. Wo war die letzte Medaille? Wo warst du? Wo warst du? Also, mal eben rekapitulieren. Ich habe die hier. Ich habe die da hinten. Ich habe die hier vorne. Ich habe die am Baum. Ich habe... Wo ist die letzte? Ich hatte gerade 6, oder? Oder habe ich schon 7 erwischt? Gucken wir mal hier eben nochmal alles durch. Hallo? Medaille? Oh ne, die Karte. Nee, jetzt will ich die Karte. Mann, danke. Ach hier. Mini-Auftrag. Genau da drüben, da gab's noch. Da gab's ja noch eine. Gut. Ah, ich weiß schon, genau, dort hinten, ja, ja. An die habe ich jetzt auch nicht mehr gedacht. Na, ist doch schon ein Weilchen hier. Na komm. So, die müsste dann da in der Entfernung zu sehen sein, ne? Ja. Dankeschön, Nummer 7. So. Hätten wir mal alle hier. Dann geht's weiter im Text. Zeit für Indiana Jones. Na, prüfen wir das mal hier. Diesen Wegweiser habe ich schon mal gesehen. Wahnsinn. Danke für die Info. Oh scheiße, das ist X. Falsche Taste gedrückt. No. Dankeschön. Jetzt habe ich X für PlayStation gedrückt und nicht für Xbox. Es ist auch mies, dass die das an verschiedenen Stellen anbringen hier. Verwirrt mich jedes Mal. Jedes Mal. So. Hallöchen. Meine Freunde. Was geht ab? Alles frisch? Hast du gut gemacht. Großartig. Ja, also das mit dem Werfen, das musst du nochmal üben, ne? Das hast echt nicht so drauf. So, jetzt kann man nämlich hier auch gewisserweise einfach das Dynamit abknallen. Wenn er es wirft. Heilige Schande. Das war knapp. Lass das mal bitte. So, hier haben wir noch eine Bärenfalle. Die würde ich ganz gerne entfallen. Dankeschön. Spinnchen. So, meine Kollegos. Oh oh. Puh. Eigentlich wollte ich dir das gerade in der Hand abknallen. Verdammt! Au. Okay, das war mies. Das war mies. Das war wirklich mies. Jetzt kann ich wenigstens mal das hier benutzen. Meine HP minimal erhöhen. Yay. Ja. Jetzt komm schon. Warum bin ich so schlecht? Danke. Beide tot. Tschüss. Das hat viel zu lang gedauert jetzt. Wow! Wieso gibt's denn dich noch? Lass mich mal hier durch. Das nehme ich mit. Nein! Aus! Du sollst nicht mit Feuer spielen. Ein Haufen alter Bücher, großartig. So, nehme ich das mal mit hier. Haben wir hier noch was? Ja, eine Handgranate. Perfekt. Hier sind keine Hinweise. Wow. Okay, dann halt, ja. Dann gibt's halt keine Hinweise. So, Handgranate muss natürlich schön sortiert werden hier, ja. So, besser. So, hier gibt's noch irgendwo, da ist es, das Krähennest oder Rabennest oder irgendein Nest halt. Da müsste ein Rubin drin, genau, so ein Katzenauge, das wollte ich haben. Nein. Das hier. Katzenauge kombinieren mit Bierkrug. Genau, dankeschön. Das ist ja schon mal Mehrwert, aber ich will eigentlich alle Steinchen. Gewehrmunition, danke. Kann ich immer brauchen.
Ah, da hinten ist noch was. Da habe ich was vergessen. Und da sah das... Nee, nee, hier blinkt schon. Ja, eine Spindel. Yes. Ein Spindelchen für mich. So, da hören wir auch schon was. Klopfen. Boom. Gib mir das. Dankeschön. Mehr Geld für mich. Sage ich nie nein. Ja, komm. Speichern wir nochmal, wenn wir schon da sind. Gut. Nun. Einmal. Verdammt. Zweimal. Haben wir hier was drin? Ja, ein grünes Kraut. Noch mehr Kohle für mich. Für mich armen Schlucker hier. Das nehmen wir dann. Na komm. Darüber. Hierhin. Perfekt. Sieht doch wunderschön aus, mein Inventar, oder? Wunderprächtig. So, einmal zur Seite hier. Haben wir hier noch was? Nee, haben wir nicht. Nee. Gut, dann machen wir mal den verdächtigen Schrank hier auf. Like them? No. You? Okay. I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. What? Schöner Bart. Au. Das sah ungut aus. Ende von Kapitel 1. 1. Trefferquote 70%, getötete Gegner 23 von 23. Ja. Verloren Leben 0. Ist doch ganz annehmbar, oder? Also ja, könnt man so lassen. Feeble humans. Let us give you our power. Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Hey, wake up. Yay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force.
That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Oh, wir bekommen Besuch. Sehr schön. Bringst du uns Tee? Was zu essen? Ja, der gute Leon. Das war's mit deinem Genick. Der gute Leon, der weiß schon, was er macht, ne? Richtiger Badass hier. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Jo, unser Jäckchen haben wir jetzt verloren, das ist weg. Aber jetzt wird es Zeit, unserem altbekannten, beziehungsweise meinem altbekannten Lieblingscharakter in diesem Spiel, oder zumindest Zweitlieblingscharakter, zu treffen. Ne, dachte, er wird hier, ach, bei diesem Fenster kommt er. Over here, stranger. Over here, stranger. What are you buying? What are you selling? Jo, Gewehrmunition, Sturmgewehrmunition. Ich weiß auch nicht, warum ich jedes Mal speichere, wenn ich so einen, eine Schreibmaschine sehe. Ist irgendwie Gewohnheit. Ja, das wird jetzt eng mit dem Inventar, ne? Das wird jetzt echt eng. Verdammt. So, wurscht. Ich spiele das so, wie ich es immer spiele. Ach, noch ein grünes Kraut. Das macht es jetzt natürlich wesentlich einfacher mit dem Inventar, weißt du? Ach, Schande. Nee, das wird echt zu knapp. Ich hätte nicht so viel Munition sparen sollen. Ja, sieht schön aus. Sehr schön, sehr schön. Gut, gehen wir mal zu unserem Freund hier hinten lang. Okay. Dorf hängen blaue Medaillen. Ja, ja, da habe ich schon. Kaufen könnte ich mir jetzt Aktenkoffer M kaufen. Sturmgewehr, warte mal, das machen wir mal. Attunen kann ich natürlich auch, das mache ich aber nicht. Verkaufen wir ganz, ganz wichtig hier. Und zwar. Spinner. Siebenmal. Bringt mir 14.000 und der Perlenanhänger bringt mir einen 10er. Ja? So, jetzt haben wir 57, ja, knapp 58.000, der kostet 4. Ja, das geht sich aus. Kaufe ich mir mal hier den großen Aktenkoffer. Perfekt, und das Sturmgewehr. Ja, jetzt ist natürlich hier ein bisschen Schlichterei angesagt. Ne? Das machen wir mal hier rüber. Machen wir das hier mal so. Das machen wir mal so. Ja. Ach komm, das wird ein Part der Schlichterei jetzt gerade. Kann ich das einfach mal so überbrücken hier? Das dürfte, ja, das geht, perfekt. Dann kann man hier nämlich noch einmal, zweimal, und da kommt schon der Part durch, wo man sieht. Ja, es ist dann doch relativ wichtig, sein Inventar halbwegs zu ordnen. Das kann ich allerdings nicht wegen der Gewehr. Na gut. Das gefällt mir, aber ja, lassen wir es mal so. Lassen wir es einfach mal so, sonst kommen wir hier nie weiter. So, das rüsten wir gleich mal. Also, okay, alles klar. Das Zielfernrohr brauchen wir natürlich auch noch, ja. Ganz, ganz, ganz wichtig hier. So. Perfekt. Mehr oder weniger. Gut. Lass ich jetzt mal so. So, brauchen wir sonst noch was? Nee, TMP brauche ich gerade nicht. Den nehme ich mal nicht mit. Sturmgewehr, ich will es nicht upgraden, denn ich bekomme später noch andere Waffen. Das wäre jetzt irgendwie nur eine Geldverschwendung, meiner Ansicht nach zumindest. Ich mach's halt nie. So.
Mein Sturmgewehr. Obwohl es ja eigentlich ein Sniper ist, aber nennen wir es halt Sturmgewehr, weil es so heißt, ne? Nee. Ups. Hey. Eins. Mal hier ein bisschen aufräumen, bevor ich da rausgehe. Das wird eh noch lustig genug. Zwei. Sonst noch wer? Da oben haben wir doch noch wen. Ja, hallo. Drei. Wie? Das war mies. Vier. Gut. Zack. Das reicht fürs Erste. Pistole raus. Und ab ans Eingemachte. Haben wir hier hinten was? Nee. Ah, hier ist da. Boom. Nee, das... Verreckt. Böse. Böser... Fast Zombie. Ja, da habt ihr euch schön selbst in die Luft gejagt. Habt ihr ganz, ganz großes Kino. Ich gehe mal hier lang, ne? Nein. Lass mich durch, dankeschön. Hallo. Das hast du leicht verkackt, Junge. Jetzt gib doch mal Ruhe hier. Ich will doch nur von deinem toten Kollegen in Ruhe mein Zeug einsammeln. Ist das so viel verlangt hier? Oder ist das jetzt schon weg? Das wäre mies. Es ist weg, natürlich. Jetzt ist es schon weg. Na gut. Gewehrmunition, ja, wieso nicht? Na dann kommt... Ach, das sind ganz schön viele, du. Verpiss dich. Tschüss. Hat sich... Oh, dann... Bumm. Na komm, wirf. Nein, abgelehnt. Du kommst doch nicht rein. Oder rauf. Au. Sah schmerzhaft aus. So, gebt mir euer Zeug. Gebt mir eure Kohle. Sonst noch jemand? Ne? Dachte ich mir schon. Die Musik könnt... Ah, hallo. Da sind noch mehr. Nehme ich mal das hier, bevor ich hier wieder raufkletter. Ciao. Und dann nochmal hier hoch. Nein. Das ist halt... Nein. So leicht ausnutzbar hier, ne? Die KI. Nein. Nein. Auch nein. Auch nein. Na schau, da sterben sie alle langsam. Na komm. Jetzt stirb doch schneller. Ah, der ist auch schon tot. Sehr schön. Kommen zwei noch. Du müsstest jetzt auch tot sein. Ja, und dann du auch, ne? Ja. Haben wir alles schön auf einem Haufen hier. Danke. Da kommt ja noch einer. Du bist ein bisschen spät, Kollege. Ach, das sind mehr. Nein. Böse. Hm, gut, geh ich mal hier lang. Ups. Muss ich da irgendwas triggern, damit das aufhört? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Geh ich mal... Ich kann mich nur erinnern, ich bin immer hier hoch. So, da bin ich hier hoch. Und dann... Da habe ich mir mal das hier geholt, genau die eine Hälfte. Die linke. Oh hey. Aus! Explosion! Ach, Granatenheini. Das war ein schlechter Wurf, du. Das war ein richtig, richtig schlechter. War auch nicht besonders intelligent.
Mehr Kohle für mich. Könnt ihr jetzt mal aufhören? Ich meine, ist ja nett, dass ihr euch so ins Zeug legt, mich umzubringen, aber es hat sich bis jetzt nicht als sonderlich effektiv herausgestellt. Gut, ich gehe den anderen Weg. Dann gehe ich eben hier lang. So. Habt jetzt davon. Und einmal hier hoch muss ich noch, ne? Dann müsst da hier irgendwo. Au, Mann! Du Penner! Du Hund! Runter da! Tschüss! Das ist die zweite Hälfte. So, weil ich aber eh so viele Eier jetzt gerade habe, nehme ich mal einfach ein braunes. Die heilen ein bisschen mehr, glaube ich, als die weißen. Sind ja auch seltener. Oh, fast runter. Weißt du was, machen wir einfach mal so hier. Bumm. So, das war's dann. Ja, komm, dritte Leiter um. Oder war hier oben noch... Ach, genau, das hier. Ja, gut. Meine Kohle einsammeln hier mal. Sehr schön. Ach, die will ich auch noch. Leiter wieder aufstellen. So, und jetzt werde ich einfach mal hier das restliche Gebiet plündern. Ah, hier. Gewehrmunition. Sind schon mal 5 mehr. Dann haben wir hier noch Pistolenmunition. Perfekt. Haben wir sonst noch? Blendgranate, ja gut. Warum nicht? Wird später noch nützlich werden. So, dann haben wir noch das Hütchen hier. Aber warte, 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 warte. Da hinterm Haus war ja auch noch eine Kiste. Für die ich leider nicht genug Zeit hatte, oder? War ja nichts. Na gut. Na gut, dann eben nicht. So. Schauen wir mal hier hinter. Irgendwas hier? Nee. Na gut, dann eben auch nichts. Aber hier im Hütchen dürfte noch was sein. Ja. Geld. 1000 wieder. Perfekt. Und hier? Oh, ein gelbes. Ja. Ja, 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 ja. Komm. Gelbes Kraut. Zack. Sehr schön. Haben wir wieder Rot, Grün, Gelb zusammen. Fürs nächste Mal, wenn wir tödlich verwundet sind. Und hier können wir Schätze und Schlüssel kombinieren. Genau. Jo, passt zusammen. Durch geht's. Wunderbar. Wunderbar. So, machen wir mal hier. Und hier. Dankeschön. Gut, Leute. Bevor ich da jetzt reingehe, sage ich euch mal, was Sache ist, denn der Part ist leider schon vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Würde mich wirklich sehr freuen. In diesem Sinne, ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Ciao.